Kiste. Da! Da! Aber ich brauche ja dann doch vier. Aber ich habe keinen Strom mehr. Okay. So, jetzt hier. Pflanzen entwurzeln, Boden entfernen. Ein. Zwei. Drei. So. Dann jetzt Wasser. Nicht genug Wasser in meinem Inventar. Ach, das muss ich auch noch in meinem Inventar haben. Lagerfeuergespräch. Ja, geh mir nicht auf den Sack. Kann ich hier nicht, geht mir das jetzt ein, wenn ich das nicht habe? Lagerfeuergespräch. Da vier, war ja, da waren vier Samen in der Kiste, ja. Weiß nicht, wo das Lagerfeuergespräch ist. Das hier ja. Bin da, wenn noch. Neunzehn Uhr. Hey, Builder. Hot shopping again? Unfortunately, right now I've such a Ehrenberger wieder zum Einkaufen. Welch glücklicher Zufall. Unglücklicherweise habe ich gerade so viel auf der Agenda. Ich habe einfach keine Zeit, um dir zu helfen. Natürlich nicht. Wenn ich mich doch nur in drei Teile könnte. Und einen, um noch einen Laden zu sehen, einen, um Pakete auszuliefern und einen, um Spielezentrum den ganzen Tag Spaß zu haben. Brauchst du Hilfe? Das wüsste ich wirklich zu schätzen. Es ist eine einfache Lieferung, du musst mir nur helfen, das hier zum Kunden zu bringen. Siehst du, das ist eine spezielle Soße, die Owen für die Blue Moon Saloon bestellt hat. Fachmensch hergestellt und Walnut Grove. Okay. Ja. So. Habe ich nicht Owen gerade hier gesehen? Da ist er doch. Das ist das Paket. Er stand genau neben dir. We'll take a Yakmo milk on the house. Consider it a little tip from me. Also, hilfst du Aviro? Na, nimm ein Jagdmilch aufs Haus. Ich betrachte es als kleines Trinkgeld von mir. Er stand genau daneben. Howdy. Yep. See ya. Oh, ist jetzt 19 Uhr? Es ist jetzt 18 Uhr. Na toll. Na gut. Diese Giggler sind außer Kontrolle. Sie nehmen unsere Brücke auseinander. Sie versuchen unsere Lebensweise zu zerstören und unser Wasserloch trocken zu legen. Es gibt nur Sinn, dass ihr Ziel die Weltherrschaft und das Ende der uns bekannten Zivilisation ist. Alles, was du gesagt hast, ist falsch, Cooper. Die Giggler versuchen nur zu überleben. Wahrscheinlich haben sie mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Wenn das so ist, wieso haben sie dann deine Farm angegriffen? Beruhigt euch. Ich denke, die meisten von uns sind jetzt hier. Lass uns alle Fakten hören, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen. Wenn ich darf, Burgess. Oh, sicher. Ich war eh so gut wie fertig. Bewohner von Sandrock, das Licht hat sich zur Aufgabe gemacht, uns mit einer weiteren Herausforderung zu testen. Ein weiteres Übel, um den Frieden in dieser Stadt zu stören. Erst Logan
und seine Gang und jetzt das. In der Vergangenheit haben uns die Giglers dort getroffen, wo es weh tut. Aber wir Sandrocker sind durch Liebe und Entschlossenheit wieder aufgestanden. Wir haben unsere Gürtel enger geschnallt. Jeder Bruder und jede Schwester hier hat geholfen und Hilfe in Form von Naturalien erhalten. Und dann haben wir unsere Sorgen weggetanzt. Wir haben die Krise in Gelächter verwandelt, aber ich fürchte, Leute, diesmal können wir nicht die andere Wange hinhalten. Diese Brücke ist unsere Rettungsanker zur Außenwelt. Diese Aggressionen werden wir nicht hinnehmen. Währenddessen sitzt der Rat der Allianz in Atara laut unseren Abgeordneten Grigorok in seinem großen Gebäude, dreht Däumchen und trinkt schicken Tee, während Sandrock zu einem kleinen Loch im Boden verdorrt. Das ist ein lokales Problem. Warum sollten sie sich darum kümmern? Jetzt können wir natürlich herumsitzen und darauf warten, dass sie sich zusammenreißen und Hilfe schicken. Oder wir können uns selbst darum kümmern. So wie ich das sehe, ist der nächste Schritt offensichtlich. Wir schicken die Ziviltruppe rau in die Gecko-Station, um die Gigler loszuwerden. Dann, sobald die Luft rein ist, schicken wir unsere Handwerker rein, um diese klapprige Brücke zu reparieren. Wir werden unsere Wasserversorgung in 0,0 wieder haben. Ich schätze, es wird sich zwischen uns und ihnen entscheiden. Und meiner Ansicht nach werden es nicht wir sein. Wer stimmt zu? Ich bemächtige hiermit Sheriff Justice, einen Plan aufzustellen, und dann schreiten wir zur Tat. Wir werden unsere Sandrock beschützen. Sheriff, it's all up to you now. Okay. Ja, ich denke auch, bei mir ist einiges durcheinander gegangen, weil wir haben ja nicht getanzt. Von daher wird da wohl einiges durcheinander geraten sein. Aber ändern können wir das jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich da unbedingt traurig drüber bin, dass ich nicht tanzen muss. Lieber Friedhelm, gute Nacht und süße Träume dir. Und auch Jason. Schlummer gut und süße Träume. Wir müssen Wasser haben. Wir müssen unbedingt Wasser haben. Bretter. Holzbretter. Wir brauchen aber 10, ne? Wir brauchen 10 Holzbretter. So. Wir müssen uns Wasser besorgen für... Reicht da auch Tau oder muss ich da ein Fass Wasser haben? Für unsere Dings, damit das wächst. Wieso ist eigentlich schon wieder alles voll hier? Da fehlt ein Stück von der Story, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Weil ich ja mal schön alles durcheinander spiele, so wie sich das gehört. Ups. Ups. Bin ich gerade ertrunken oder was? Nein. Ich wollte gar nicht in das Wasser. Nein, 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 nein. Ich will hier... Wo ist dieser Verkaufsdingsbums? Hier oben, ne? Da. Ist teuer, ne? Egal. Wir machen es trotzdem. Wir müssen. Na, du, mein Nicht-Freund. Geh mir nicht auf den Sack. Du, mein Nicht-Freund. Nee.
Das ist so ein bisschen nervig, weil ich habe keinen Schalter, keinen Mausradschalter. Drei. So. Da. Da. Und da. Und wo kriege ich jetzt Dünger her? Ist diese Jagdmehl-Dingsbums? Ist das, diese Jagdmehlkacker? Ist das Dünger? Wo hab ich denn den Kram? Lehm? Ich hab doch immer die Jagdmehlkacker aufgehoben. War das nicht Dünger? Ich muss den Dünger extra kaufen? Ich muss den echt extra kaufen? Das finde ich aber nicht schön, ne? Wenn ich einen Mixer habe, kann ich da... Ach so, okay. Wie öffnet... Oh. Das ist jetzt nicht ernst. Hauptsache, ich räume denen ihre Stadt hier auf. Hauptsache, ich kann das morgen immer noch düngen, ne? Hauptsache, ich kann das morgen immer noch düngen. Alles andere ist mir eigentlich relativ lax. Das war der 2 von 10. Okay. Dann werden wir jetzt schlafen gehen. Warum hat sie eine Bananenschale auf dem Kopf? Boah! Das ist ja gemein. Oh, Rebecca. Die hat keine Bananenschale. Das ist ein wunderschöner gelber Zopf. Mäh. So, Tau. Jetzt muss ich ja doch wieder da... Ach Mann, ey. Von der Ziviltruppe. Hey Andrina, Pastorin Matilda, die amtierende Bürgermeisterin, hat die Ziviltruppe damit beauftragt, die Gigles von der Station auf der anderen Seite der Schlucht zu vertreiben, die gestern Abend beim Lagerfeuergespräch errichtet wurde. Ich und mein Team arbeiten an einem Plan, für den wir etwas Handwerkermagie brauchen. Komm bald in unser Büro, ich warte auf niemanden. Ach, die Zeit wartet auf niemanden. Okay. Dann haben wir hier von Nia. Oh Gott, nein, Nia. 3 Seiten oder was?
Andrina, oh, heute war so ein verrückter Tag. Ich schwöre, du würdest es nicht glauben. Du erinnerst dich noch an den kleinen Ron aus unserer Straße, oder? Er ist heute Morgen beim Rausgehen ausgerutscht und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Zum Glück war ich in der Nähe und bin heldenhaft zur Hilfe geeilt. Seine Nase blutete und sein Gesicht war ein bisschen geschwollen, aber es ging ihm gut. Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht und sie haben ihn verarztet. Seine Mama hat mir zur Belohnung so viel Essen gegeben. So viel. Ich konnte nicht einmal die Hälfte aufessen. Du hättest es aber geschafft. Ich schwöre, du hast es immer geschafft, dein Essen aufzuessen, bevor ich überhaupt angefangen hatte. Wie auch immer, ich habe dir etwas geschickt, weil ich weiß, dass du unser Essen vermisst. Deine Freundin für immer, Nia. Oh, dreimal Essen. Sehr schön. Forschungszentrum. Okay, wir können jetzt hier den Dingelskirchen, den Veredler, haben wir jetzt gelernt. Sehr gut. Jetzt habe ich das Essen in der Hand. Herrgott. So, Bretter. Ich weiß, wir haben es gleich 22 Uhr. Dadurch, dass wir aber heute des Öfteren unterbrechen mussten, würde ich die Sache mit Nie, mit Mia-Jan oder wie heißt die? Mijan, Maya, ja, Maya Dings, gerne erledigen. Da sie ja hier die Frau Schlauschnacken ist und hier alles reparieren will. Ich denke mal nicht, dass das so lange dauern wird. Diese Stadt ist top in Ordnung. In einem super genialen Zustand. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Miang Jung, wo bist du? Was machst du denn hier drinne? Wie bei der zivilen Einsatztruppe, was machst du da? Ach Gott, diese Frau. Hi, you're just in time. Hi Andrina, gerade rechtzeitig. Alle da? Ich komme direkt zum Punkt. Wir brauchen bei der bevorstehenden Zivilmission die Hilfe von euch allen, um die Gigler loszuwerden. So wie ich das sehe, ist es ein bisschen gefährlich, über die Brücke in das Gebiet der Gigler zu gehen. Wir würden in diesem Falle laufen, aber sie für uns aufgestellt haben, was? Wir würden in die Fallen laufen, die sie für uns aufgestellt haben. Außerdem würden sie uns schon von Weitem sehen. Außerdem läuft mir in letzter Zeit jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn ich über diese Brücke gehe. Diese Gigler haben Teile der Brücke genommen für Peach, was weiß ich. Ich denke nicht, dass sie gerade sehr stabil ist. Heidi, gibt es irgendeinen Weg, der sich über die alte über dieses alte Seilbahnsystem hinter unserem Büro zu schleichen, so könnten wir unentdeckt reinkommen. Du meinst das Seilbahnsystem aus den frühen Tagen von Sandrock? Die zwei Kabel sind immer noch da, aber wir haben einige Probleme. Erstens, es gibt keine Seilbahnkabinen und zweitens, die Motoren sind kaputt, ganz abgesehen davon, dass sie auf der anderen Seite der Schlucht sind. Außerdem müssen wir die Integrität der Kabel überprüfen. Okay, das waren mehr als zwei Sachen, aber ungeachtet dessen klingt, als wäre der erste Schritt, ein paar Seilbahnkabinen zu bauen. Handwerker, könnt ihr das erledigen? Of course we can! Nein, we can nicht! Natürlich können wir das, oder Andrina? Wie wäre es, wenn wir jeder eine Seilbahnkabine bauen? Dann können wir uns auf manuellem Wege zu diesen Motoren auf der anderen Seite ziehen und sie reparieren. Ich denke, das ist machbar. Ki hat immer noch eine alte Anleitung von den früheren Tagen in seiner Kollektion. Ich gehe und sehe nach, ob er eine für Seilbahnkabinen hat. Ich lasse es euch bald wissen. Yeah, klingt gut. Danke, Partner. Lasst mich einfach wissen, wenn ihr fertig seid. Ich will euch eigentlich nicht hetzen. Aber naja, ohne die Züge weiß ich nicht, wie lange unser Wasser halten wird. Also versucht euch zu beeilen. Of course können wir das nicht. Boah, dieses Vibe. Of course we can. We cannot. Bleib hier, du kleine Kröte! Gut gemacht, ich habe meine schon... Lass uns heute gut ausruhen und morgen mit dem Spezialjob beginnen. Mach dir keine Sorgen, ich komme morgen früh zu dir. Puh.
verprügle sie, aber wirklich mit der Axt auf den Kopf. Was? Erinnerung, Anmeldung für die Jagd nach Erinnerungen. Was? Ich will weder Erinnerungen jagen noch sonst irgendwas. Will ich Dreck? Nee, will ich doch nicht. Ja, geh mal deine Aufträge machen. Los jetzt hier. Ich muss mal nach einem ordentlichen Schwert für mich gucken. Natürlich trage ich den Dreck jetzt in die Hände. Warum auch nicht? Kann man den nicht irgendwie recyceln? Nee, ne? Ach. So, wir haben ja den Veredler gelernt, ne? Nee, Verarbeiter. Den haben wir gelernt. Wollen wir doch mal kicken, was da dran steht, ne? Warte. Ihr legt doch mal den Dreck aus der Hände, ist doch nicht mehr schön hier. Kupferschrauben, Marmorplatten, Bronzeklinge. Das ist machbar, ne? Kupferschrauben, wir haben 4, brauchen 12. Können wir doch schon mal anschmeißen. Und hier können wir gleich nochmal wieder neues Kupfer schmelzen. Zack. So. Was war das noch? Bin gleich. Geht sofort los. So, 12 Marmorplatten waren. Hier. Marmorplatten. Hier. Zack. Wir haben kein Marmor mehr. Marmorziegel. Ja. Wir müssen, glaube ich, mal in die Mine oder sowas. Bronzeklinge. Bronzeklinge. Dafür brauchen wir Bronzebarren und ein Kupferrad. Bronzebarren, 2 Stück, zack. Hier können wir auch noch mal ein bisschen was reinhauen, bestätigen. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal bauen wir den Veredler. Wir müssen unbedingt unsere Steinöfen upgraden. Ganz, ganz dringend. Also hier muss das Upgrade rein, damit wir hier dann bessere Sachen machen können. Aber hier wollte ich jetzt nochmal reingucken, ob wir schon bessere Waffen haben könnten. Wir haben immer noch das Steinschwert und Schild, das haben wir. Und wir können... Tja, was ist denn ein Expander? Ah ja. Also so waffentechnisch sind wir da echt nicht so gut aufgestellt. Eisenaxt und Eisenhammer ist doch besser als Spitze, oder nicht? Dein Schwert und Schild, echt jetzt? Wir können es ja auch mit dem Staubwedel verteidigen. Also, wir können definitiv noch nicht mehr machen. Außerdem, was wir haben. Ich weiß nicht, wo wir uns da bisschen weiterentwickeln müssen, wo wir hingehen müssen. Keine Ahnung, wo wir da hingehen müssen, um da weiterzukommen. Bestimmt bei Justice irgendwie, ne? Dass wir da irgendwie nochmal... Und rein theoretisch müssten wir auch nochmal Dünger für die Pflanzen holen. Das aber allerdings erst im nächsten Stream.